Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir bei einer weiteren Folge von Satisfactory und ich baue jetzt hier ein bisschen die Schmelzen fertig. Und das machen wir wie folgt. Wir setzen hier die Outputs hin. Die mache ich relativ nah, damit wir Platz genug haben. Falsch. Bestücken die dann schon mal mit Förderband 1 wird reichen. Das ist die 1 gewesen. Und da müssen wir dann ein Input machen. Und da brauchen wir dann aber das Förderband 2. Wieso kann ich das nicht, da nicht dran machen? Hallo? Was ist denn hier los? Hier? Hallo, Spiel, was ist los? Bereits mit anderen Kabel. Was? Ach so. Das habe ich schon verbunden. Und wieso ist da jetzt kein Strom mehr drauf? Nicht aus diesem Grund. Genau, so mache ich das dann. Das hier bis hier rüber. Das hier kommt hier hin und das hier kommt hier dran. Jetzt hat es auch wieder Strom. Aber doch, haben auch wieder Strom, alles klar. Läuft erstmal weiter. Die habe ich gemacht, werde ich aber noch nicht anstellen. Warte mal. Warte mal, warte, warte mal, warte mal, warte, 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 warte. Ich muss da noch mal was gucken gehen. Ich hatte doch den Dingsbums hier. Den habe ich noch nicht in der Tasche. Das heißt, ich würde den einfach mal gerne bauen. Dafür brauche ich 10 Objektscanner. Naja, 10 Stück kann ich sogar herstellen. Mache ich doch direkt mal.
Ich glaube, da deswegen hatte ich schon die 500 Schrauben in der Tasche. Dann mache ich nämlich das Rezeptkopier-Tool. Kann ich da nämlich euch zeigen, wie toll das eigentlich ist. So, und zwar legt ihr das in die Hand. Dann hebt ihr hier schon mal Eisenbarren ein. Rezept only. Irgendwie hat das so immer geklappt. Wieso geht das denn jetzt nicht mehr? Ah, wie gut das läuft. Speicher das da einfach mal. Der will das nicht speichern. Motion, Bauen, Spielbewegung, Spieler, Ziege, Foto, Kamera, das Baumenü, Werkbank. Ich drücke Pause, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und zwar geht das so: Ihr guckt auf das Gerät, wo ihr das Rezept rauskopieren wollt, haltet Steuerung links gedrückt und dann mit der linken Maustaste drücken. Dann seht ihr unten Save Rezept, Eisenbahn 100%. Dann geht einfach rüber zum nächsten, klicken, klicken, klicken. Keine Steuerung V drücken mehr oder sonst irgendwas, einfach nur noch drücken. Geht das viel schneller. Und ihr könnt das auch von hier aus machen. Und seid somit viel schneller durch, als jedes Mal hinzurennen und Steuerung V zu drücken. Easy peasy. Schon sind wir fertig. Schon sind wir fertig mit dem Management hier. So, den ersten haben wir. Dann kommt der zweite. Ne, das ist der Output. So, und genau, an der Stelle ist richtig. Dann kommt der Bohr 2 dran. Dann auch wieder der MK2 dran. Und hier an denen machen wir MK1. Nicht da drauf kommen. Perfekt. Und das gleiche machen wir mit dem.
Ratzfatz geht das doch. Der dritte Bohrer, der ist dann schon auch schon durch. Wunderbar. Dann gehen wir nochmal rüber und machen die letzte. Dann können wir uns schon fast hier dran wagen, an den Eisenstangen. Da muss ich aber nochmal gucken, wie wir das da machen. Sind wir eigentlich schon so gut wie durch mit den mit dem Verlegen der Leitungen hier? Den Nummer 4 ist auch ready. Aber die brauchen noch Strom, stimmt. Könnten wir eigentlich direkt mit Strom verbinden. Mit die schon mal arbeiten zum Teil. Wunderbar. Hätten wir das schon mal. Und dann muss ich gucken hier, wie viele wir oben hatten. 8 Stück hatten wir jeweils immer, ne? Nee, hier müssten wir eigentlich mehr haben. Müssten wir eigentlich das Doppelte haben. Warte mal, ich muss mal gucken. Weil 15, 15, ja. Das heißt, sie müssten hier eigentlich die doppelte Anzahl rausmachen. Das heißt, sie müssten auch nach hinten ausbauen. Aber ich gehe nochmal vorsichtshalber oben gucken, weil ich meine, wir haben für jeden... Obwohl, da habe ich ja 8 Stück drin, ne? Ich habe da 8 Stück drin. Aber wenn ich da jetzt... Ich glaube, ich habe hier ein bisschen zu viel da reingemacht, sehe ich, merke ich gerade. Fällt mir gerade mal so auf, weil... 30. 3, 6, 9, 12. Das ist ein wenig zu viel. Es sei denn, wir könnten schon upgraden auf die nächste Dingens, aber dafür brauchten wir, glaube ich, Stahl. Ich wollte mich ja eigentlich auch erst um Stahl kümmern, ne? Warte mal hier. Ne, nicht die. Hier, seht ihr, da bräuchten wir nämlich die Stahlrohre und Stahlträger. Das heißt, wir müssten uns eigentlich erstmal um Stahl kümmern. Das heißt, ich müsste rüber, da eine Plattform bauen, eine große, und dann Stahlträger machen. Ich gehe mal rüber und dann sehen wir uns drüben wieder. Bis gleich. So, da sind wir. Ich habe hier schon mal eine kleine Plattform hingemacht und die drei Vollernter, sag ich mal, hier aufgestellt. Und wollte hier nochmal einen Daisy Mirror hier hinstellen. Daisy Smart Input, weil ich muss erstmal gucken, was wir bauen müssen. Stahlbarren. Solider Stahlbarren. Das sind die nämlich eigentlich, die ich will. 40 Kohle und 40 Eisen. Das heißt, 3 Stück könnten wir mit einem Bohrer hier schaffen. Das heißt, 3, 6, 9 Stück könnten wir damit machen.
Und dieselbe Anzahl auch mit dem Dingens. Die würde ich jetzt aber allerdings. Moment. In Dreierreihen. In Dreierreihen wäre besser. Warte, das muss ich von hier aus machen. Ah, jetzt habe ich die vergessen. Oh Mann, ey, ich bin gleich wieder da. Ich habe noch die Rahmen vergessen. Da bin ich wieder. So, ich habe das direkt angeheftet. So, jetzt bin ich überlegen, wie viele mache ich hier frei? Wäre besser wahrscheinlich, wenn ich zwei hiervon frei mache. So. Da wieder eins, zwei frei und dann hier hin. Das heißt, hier mache ich dann noch eine Reihe dran. Noch ein bisschen mehr. Vielleicht kommt ja irgendwann noch was dazu. Gut, dann hätten wir die schon mal. Das heißt, ich mache hier jetzt die Outputs für die Kohle. Das ist dann schon mal der erste. Warte mal, der braucht 45, ne? Solider Stahlbahn, genau. Da kommen nämlich auch 60 Stahlbahnen raus. Das sind dann schon mal mehr als mit den normalen, weil bei den normalen kommt dann nämlich hier nur bei Stahlbahnen nur 45 raus und ihr braucht mehr Kohle. Somit. Achso, das ist die falsche. Ich würde sagen, mit. So. Aber da brauche ich schon die besseren Leitungen für. Weil die kleinen können ja nur 30. Oh, na toll. Komme ich hier noch irgendwo hoch? Na klar. Hier brauche ich es da nicht zu beschriften. So. Funktioniert. Achso, warte mal, Rezept kopieren, ne?
Habe ich das hier drin schon gemacht gehabt? Nee. Folgen C und dann. So, dann war das hier schon mal. Dann gehen wir noch runter zum Eisen und dann baue ich das da noch mal. Baue ich da mal die Eisenstrecke auf. Eisen ist hier so gut wie um die Ecke sozusagen. Gehen wir nämlich hier runter. Und nehmen wir direkt mit. Ist der Strom drauf, ne? Ja. Und dann gehen wir hier runter. Und hier unten ist auch direkt schon das Eisen. Aber da haben wir auch drei Stück davon. Müssten wir eigentlich drei haben. Da hinten sind zwei und hier vorne ist eins. Das heißt, das hier machen wir weg. Falls jemand geht, weiß, wie das geht, dass man direkt hier diese Betondinger auswählt, bitte in die Kommentare damit. Ungültige Platzierung, warum? Ach so, wegen dem. Okay, dann machen wir das ab. Hier. Soll ich die Bäume noch wegschnüppeln? Habe ich das mit? Ja, habe ich mit. Sehr schön. Einmal weg damit. Hallo? Was fehlt? Ach, ich habe keinen. Ich habe keinen Sprit mehr dafür. Man muss es halt bei ihm so langen. So, das bauen wir direkt ab hier. Bauen dann hier schon mal den Miner hin. Zwei Stück steht ja doch, genau. Sehr schön. Dann haben wir auch das Eisen, um die Stahlträger da oben zu bauen. Damit. Ein hier hin. Wo ist der andere gewesen? Da. Hin dahin. Das heißt hier nach da. Von hier nach da. Von hier nach da rüber. Stelle ich einfach mal so vollkommen in der Prärie an hinten.
Da hoch? Nope. Dann brauchen wir, was habe ich gesagt? 4, 8, 12. Das heißt, wir brauchen mindestens 3 von jedem. Stimmt doch, ne? 30, 30, ja. Ein da raus. Dann machen wir das einfach so. Und machen das genau wie drüben. Immer in Dreierreihe. Ich hab den doch hier gebaut, oder? Naja, egal. So. 3, 6, 9, 12. Davon brauche ich 4. Und nicht 3. Wer zählen kann, ist klar im Vorteil, ne? Das heißt, das hier ist die 1. Ne, davon brauchen wir erstmal hier die. Irritiert er denn die Linie dahin nicht angezeigt? Da brauchen wir nur den 1er. Okay. Ach so. Ne, warte mal, das ist der Output. So rum. Deshalb hat er die Linie nicht angezeigt. MK2. So, das hätten wir, dann müssten wir noch mal rüber. So. Herbert! Burn. Einmal eine dicke Plauze abprallen. Perfekt. So, das hätten wir. Also hier könnten wir dann gleich eigentlich schon direkt in den Betrieb nehmen. Und die schon mal vorschmelzen. Nüsse nehme ich mit.
So, Strom drauf. Und auf den Strom drauf. Sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen hin und her latschen. Die muss ich jetzt anschmeißen und dann darüber. Aber da muss ich mir was anderes überlegen, glaube ich. 120. Da muss ich mir was überlegen. Aber hier seht ihr das nochmal genau, wie das geht, dass es funktioniert. Wunderbar, das Ding. Wunderbar. Ein Kaffee. Das muss ich hier wahrscheinlich aber dann doch mit den den Fusionator-Toren bauen. Weil das geht mit diesen Geräten hier, mit denen hier geht das nicht, dass wir mehrere in einem in mehrere umwandeln. Das macht er nicht. Er macht nur von mehreren in eins oder von eins in mehreren Ausgängen. Also von einem Eingang in mehreren Ausgängen oder von mehreren Ausgängen in einen Eingang. So ungefähr was richtig, glaube ich. Kannst du aufhören? So nehme ich und dann machen wir so nicht. Das muss ich dann halt alles genau so machen, damit ich erst hin und her renne. Bereiten wir das hier schon mal vor. Hier unten noch weg, weil die stören mich immer so ein bisschen. Bin ich a little bit hässlich. So, dann gehen wir mal nach vorne zum Stahl. Das mache ich offline und zeige euch dann nachher in der nächsten Folge, wie ich das gemacht habe. Also, sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wir sehen uns wieder. Danke fürs Zuschauen, euer Wobra. Tschüss.